Servus YouTube, herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Der längste Name in der Geschichte irgendwelcher Videos. Und heute gibt es wieder sehr interessante Spieler. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne neue Vorschläge in die Kommentare. Die morgige Episode ist schon vorproduziert, aber danach werde ich natürlich auch wieder auf diese Kommentare unter dieser Episode hier eingehen. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Links zu Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Auch zu Randrun einfach vorbeischauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wir starten ohne weitere große Umschweife rein in diese Episode mit dem ersten Spieler. Und ich kann euch schon mal sagen, es sind eventuell welche dabei, die ihr nicht erwartet hättet, aber die in meinen Augen alle eins verdienen könnten. Wir starten durch mit der Nummer 1 und das ist André André. Der beste Name, den jemals ein Fußballer gehabt hat. Spielt beim FC Porto momentan 78er Rating, er hat bereits 80 und auch ein Inform gehabt, der ein 80er Rating hatte. Er hat in der Champions League und in der Liga Portuguesa, der ja mittlerweile Liga NOS in FIFA 16 Ultimate Team heißt, richtig gut gespielt und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass EA diese Leistung auch in Head-to-Head bzw. für die Winter-Upgrades berücksichtigt und würdigt und ihn dementsprechend auf 80 hoch rated. Dann 74 Tempo, 78 Dribbling, 73 Shooting, 79 Passen, 71 Defending und 74 Füße. Sieht sehr, sehr stark aus. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn der ein Team of the Season bekommen sollte, dass der alle Stats über 70, alle Stats über 80 hat. Kommt natürlich darauf an, wie sie mit seinem Tempo und seinem Defending handhaben, aber an sich klingt es doch gar nicht so unmöglich und die Karte sieht einfach auch sehr, sehr nice aus. Ist bei Porto die beste zentrale Mittelfeldspielerkarte, zumindest in meinen Augen. Könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber ich denke mal, da sollten wir relativ konform. Wir kommen zum zweiten Spieler für diese Episode. Und sein Name ist Michy Batshuayi. Wir kennen ihn eventuell aus dem Karrieremodus bei Newcastle United und natürlich auch von meinen restlichen Videos, wo ich ihn als Stürmer teilweise mal gespielt habe in meinem erste Liga-Team, in meinem, wie kann man das eigentlich nennen, Liga, ist es ja nicht, Liga 1, Division 1-Team, genau, alles klar. Auf jeden Fall hat der 82 Tempo, 78 Dribbling, 78 Shooting, 79 Dribbling, 71 Physis. Momentan in Ultimate Team in der Duet sein Upgrade bereits stattgefunden auf 79, 82 Tempo, 80 Dribbling, 80 Shooting, 72 Physis und 59 Passen, wären dann die Stats, die für ihn zu Buche stehen würden. Das sieht sehr, sehr stark aus, gerade für einen Spieler seines Alters und seines Talents. Und das bei Marseille, das scheint ja tatsächlich einer der besten Stürmer zu werden. Der war ja teilweise bei Dortmund und Hannover im Gespräch. Wäre aber zu krass gewesen, wäre er zu Hannover gekommen. Im Endeffekt ist er nach Frankreich gegangen und es sieht so aus, als ob es die richtige Entscheidung gewesen wäre, denn er scheint sich richtig gut zu präsentieren und dementsprechend das kleine Upgrade auf jeden Fall angemessen. Wir kommen zum dritten Spieler für diese Episode und sein Name ist Andreas Christensen. Der ist der Gladbacher Innenverteidiger Neuzugang, der irgendwo herkam. Ich glaube von Kopenhagen, ich bin mir gar nicht sicher. Schreibt gerne ebenfalls in die Kommentare. 63er Rating zum Anfang der Saison und mittlerweile hat er sich sehr gut präsentiert bei den Gladbach in der Verteidigung, auch unter anderem genauso wie Nico Elvedi und dementsprechend denke ich mal, dass sein Upgrade nur noch eine Formsache ist. Hat in der Tat glaube ich 66, ich würde sogar auf 68 hochgehen als Innenverteidiger, 65 Tempo, 54 Dribbling, was unerheblich ist, 69 Defending und 69 Füße, das heißt plus 4 Defending und plus 5 Füße, insgesamt ein Rating von plus 5, kann man auf jeden Fall so machen, vielleicht sogar 70 Defending und 70 Füße oder irgendwas sogar noch darüber, könnte ich mir auch vorstellen, weil die Upgrade-Karten ja teilweise richtig krass sind, aber er sollte auf jeden Fall sein, ja, seine Leistung gewürdigt bekommen, genauso wie André und genauso wie Michy Batshuayi und dementsprechend auf mindestens 68 und zumindest auf Silber hochgehen. Also Gold ist keine Frage. Quatsch, niemals. Aber zumindest auf Silber und nicht irgendwie 64er Bronze. Das wäre Schwachsinn. Gut, kommen wir zur nächsten Karte und die ist die drittletzte schon für diese Episode. Der Name ist Fernandinho, spielt bei Manchester City und ist ein richtig, richtig guter. Zeigt die Saison auf jeden Fall sein Potenzial, auch bei dem Ausfall von Yaya Touré war er Stammspieler, hat glaube ich bisher alle Spiele für Manchester City gemacht als einziger, nachdem natürlich Leute wie Aguero und Touré mal verletzt waren, die normalerweise Stammspieler wären und umstritten. 77 Tempo, 80 Dribbling, 77 Füße, 74 Shooting, 74 Defending, 78 Passen stehen momentan für ihn auf der Karte. Ich denke mal plus 1 kann man durchaus schon geben. 80 Passen, 75 Shooting, 77 Tempo, bleibt 81 Dribbling, 75 Defending und 78 Physis. Sieht sehr stark aus. Der Junge ist ja von Shakhtar zu City gegangen. Ich habe viele von ihm erwartet. In FIFA habe ich viel von ihm bekommen, in Realität aber nicht so viel von ihm gehört, aber wenn man mal so wirklich auf die Leistung schaut und die Spieler anschaut, ist Fernandinho doch schon ziemlich guter und dementsprechend war das minus 2 Downgrade im Sommer vielleicht nicht ganz angemessen und dementsprechend zumindest wieder plus 1 auf 81, sieht doch relativ cool aus. Wir kommen zum vorletzten Spieler für diese Episode, ein Bundesliga-Akteur und zwar Janik Gerhardt vom 1. FC Köln, momentan 72er Rating, 68 Tempo, 73 Dribbling, 72 Füße, 70 Passen, 66 Defending, 62 Shooting und der Junge ist ein richtiges Talent. Ich denke mal, dass
das ist allen klar. Der ist bei Köln durchgestartet im Alter von 18 oder sowas. Ist schon seit Ewigkeiten eigentlich dabei. Ist schon ein alter Hase. War ja auch bei Benfica Lissabon im Gespräch. Ist dann nicht gewechselt, ist bei Köln geblieben und steht momentan relativ gut da. Ab und zu mal eingesetzt und wenn er spielt, spielt er meistens gut. Dementsprechend das kleine Upgrade Head-to-Head hat er, glaube ich, 73. Ich gebe ihm jetzt mal 74, 70 Tempo, 75 Dribbling, 69 Defending, 63 Shooting, 73 Passen und 73 Physis. Sieht an sich sehr, sehr stark aus, nach einer sehr, sehr guten Silberkarte. Da sind wir sowieso verwöhnt bei Deutschland. Im Mittelfeld haben wir beispielsweise noch Moritz Leitner und so weiter und so fort. Julian Weigel, wenn er Silber bleiben sollte. Aber Gerhard sollte dementsprechend trotzdem nicht seine Karte verwehrt bleiben und er bleibt dann zwar Silber, aber sieht sehr, sehr stark aus mit diesem 74er Rating. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall angemessen. Letzte Karte für diese Episode ist dann der direkte Lokalrivale und zwar Borussia Mönchengladbach mit Oskar Wendt zum zweiten Mal vertreten. Nachdem Christensen ja bereits ein Upgrade bekommen hat, ist der nächste Skandinavier fällig. Das ist Oskar Wendt und der hat ein 76er Rating, momentan 78 Tempo, 77 Dribbling, 74 Defending, 71 Füße, 78 Passen und Trommelwirbel für mich 54 Shooting. Wow, da verspreche ich mich noch bei 54. Schwach. Egal. 79 Tempo könnte ich mir vorstellen. 78 Dribbling könnte ich mir auch vorstellen. 76 Defending ebenfalls, 73 Füße auch, 79 Passen auch und plus 3 Shooting und zwar auf 57, denn der Junge hat gar nicht so einen schlechten Schuss. Er hat, glaube ich, schon 2 Saisontore und 1 in der Champions League oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist der gar nicht mal so ungefährlich, was das Schießen angeht. Genauso wenig wie Fabian Johnson und die Werte sind definitiv noch zu niedrig. Johnson wäre einer für ein Upgrade im Winter eigentlich auch. Oder schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht stimmt ihr mir da ja zu. Zumindest ein Shooting-Upgrade sollte der Junge auf jeden Fall bekommen. Aber jetzt geht es um Oskar Wendt und ich denke mal, die Stats sind angemessen. 77 plus 1, eventuell sogar selten. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber an sich zeigt er auf jeden Fall, dass er ein guter Linksverteidiger ist. Auch in der Champions League hat er sein Format bewiesen und dementsprechend das kleine Upgrade auf jeden Fall angemessen. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich selber freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich übermorgen wieder. Nein, morgen sehen wir uns wieder. Genau, morgen sehen wir uns wieder mit der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr freut euch da schon drauf. Wenn ja, auch hier nochmal die Anmerkung. Daumen nach oben ist die beste Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Für euch nochmal ein kleiner Klick und für mich eine große Bedeutung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag mit ganz viel Schnee. Bei mir im Norden schneit es gerade richtig schön. Und dementsprechend gehe ich jetzt raus und baue keinen Schneemann. Bis dann, haut rein und ciao.